Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich könnte ja gleich auch mal ausprobieren, ob ohne den Avatar auch 4K bei dem Spiel funktionieren würde. Ich sehe direkt meinen ersten Kumpel. Wir haben wirklich Glück, direkt in einen Schneesturm zu laufen. Lass uns hier Schutz suchen, bis das Schlimmste vorbei ist. Ah. Dieser Ort weckt auch Erinnerungen. Ich kann dir eigentlich auch davon erzählen. Vor Jahren lebte und arbeitete ich in dem Schloss, zu dem wir nun gehen. Der Name des Daimyo war Ojitsuna Ishido. Das Do in meinem Familiennamen Daidoji und auch das Uji in meinem Vornamen verdanke ich dem Daimyo. Der Ishido-Clan stellte zu jener Zeit die Shugo-Gouverneure von Asuma. Doch der Ago-Clan, Shugo-Statthalter der westlichen Provinzen, lehnte sich gegen den Ishido-Clan auf. Da wollte der Schwanz mit dem Hund wedeln. Nach der darauffolgenden Schlacht wurde das Schloss von Kemono überfallen. Ein Zufall oder ein Plan des Ago-Clans? Wer weiß das schon? So oder so wurde der gesamte Ishido-Clan über Nacht ausgelöscht. Und ich vermute, dahinter steckt dasselbe Kemono. Der Frostgrim, den wir auf der Seeleninsel sahen. Wenn das stimmt, muss es sterben. Richtig? Ich habe keine Einwände. Du hast immer die richtigen Worte parat. Aber sei gewarnt. Dieser Wolf ist mächtiger als alle anderen Kemono in dieser Gegend. Das weiß ich leider aus schmerzlicher Erfahrung. Ich hatte schon mit einigen Kemono zu tun. Aber dieses Biest war besonders. Lass dich nicht töten. Warum sollte ich das tun? Freiwillig. Hast du das Heulen gehört? Es kam aus der Richtung des Schlosses. Teilen wir uns für die Suche auf. Elfkristalle baue ich hier. Ich übernehme das Gelände. Du gehst zum Bergfried. Ja, sofort. Wir haben genügend. Ich will den verbessern eben. Ja, nehme ich. Kann ich halt mehr Feen tragen und der macht mehr Feen. Wo auf der Map sind wir denn ungefähr? Okay, ganz unten. Stellen wir hier mal den ersten Turm auf. Dann sehen wir direkt die ersten Zukumus und so weiter. So. Ich will auch, dass die mir ein bisschen hier was sammeln. Ich baue es hier hin. Und ich will eine Schmiede parat haben. Weil ich mir denken kann, dass ich hier eine Feuerwaffe brauche. Ich habe nur eine einzige Feuerwaffe. So, dann such mir mal. Werde ich mal den Rest zum Trocknen aufhängen. Ein weiterer Fisch. Ist nicht genügend, auch dafür nicht. Das da vorne ist ein Lavarücken, ne? In der ganzen Gegend hier ist nur ein einziges Vieh in der Nähe. Sehe ich das richtig? Sammle ich das mal ein. Der Turm hier bringt ja so gut wie gar nichts. Guck mal, da vorne ist er doch direkt. Ach, da fällt mir was noch anderes ein, ne? Wir haben doch wieder ein paar Kugeln.
Was verbessere ich? Ich würde gerne die Reichweite von dem Turm verbessern, wenn es geht. Das Ding hätte ich auch sehr gern. Ich glaube, mein Charakter ist kalt. Ja, komm. Ah, ich dachte, Ding hier stabiler. Das war jetzt aber nicht der, den ich mir markiert hatte, ne? Ah, okay, der zeigt die erst auf der Karte an, wenn ich da auch irgendwann mal durchgelaufen bin. Der brave Echse. Oh, du droppst Herzsteine. Ich sehe da direkt den nächsten Kumpel. Nützliche Echse. Weiß ich, wo ich Herzsteine herbekomme. Dich will ich jetzt eigentlich nicht attackieren. Warte mal. Ah, da muss ich hin. Markiert. Oh, lecker, eine Rübe. Ich werde hier definitiv nirgendwo einen Fisch finden. Also, sag ich mal, hau rein. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass man hier irgendwo Fischis findet. Du siehst cool aus. Siehst zumindest cooler aus als dein anderer Vertreter. Der Flora-Grunzler. Ich sehe den Kumpel doch schon von hier. Ich sammle dich eben kurz ein, mein Freund. Wenn ich euch sehe, sammle ich euch ein. Ich hätte gerne richtige Funktion hier zum Rutschen. Lässt du dich streicheln? War das ein Nein? Das war ein Nein. Ich wollte dich zuerst streicheln, du wolltest nicht. Ich will wissen, was die droppen. Geschafft. Ich hätte direkt aufstechen, nicht direkt aufstechen. Ach, ist wenig. Hunde Eiskristall. Es füllt mir ja meine Leiste ein bisschen. Sieht aus, als ob da wer gewütet hätte. Ah, hier kriege ich diese Kokons her. Schon wieder ein neues Tier. Seid ihr Paviane? Mein Meister fühlte eine Art Schuld gegenüber den Kemonor. Er sagte oft, dass wir nur Gäste in ihrem Reich wären.
Putzig. Affenschnaps. Ich glaube, ich lag mit Pavian nicht falsch. Hallo. Wir sind jetzt Freunde. Kann man das kaputt machen? Ach so, das ist ein Stein für die Teile. Ich dachte, das wäre so ein spezielles Mineral. Das könnte nützlich sein. Die perfekte Position. Die wäre ich damit. Gut, die beiden Dinger überlappen sich. Ich greife die Pavianen nicht an, das sind meine Freunde. Wenn ich anständig suchen würde, würde ich hier definitiv was finden. Steinsalz. Oh, hi, mitten auf dem Weg. Gott, eine ziemliche Ruine, oder? Alles dank der Kemono. Der Shiro Ogachi ist vorangestellt. Er hat für die anderen eine Bresche geschlagen. Ich verfolgte damals den Leitwolf. Ich dachte, wenn ich ihn erlege, könnte ich meine Prinzessin retten. Weit gefehlt. Ich konnte eines seiner Augen ausstechen. Aber dann verließ mich das Glück. Im nächsten Moment grub er seine Zähne in meinen Arm. Er ließ mich gerade so bei Bewusstsein. So konnte ich mitbekommen, wie alle. Der hat schlimme Erlebnis gemacht, der Urshishige. Mann, hier ist alles verdächtig. In Hinsicht auf Tsukumo. Ist das ein Lava-Rücken, aber als Eisversion? Ich aktiviere erstmal das Ding da. Das könnte nützlich sein. Nee, das ist kein Affe. Was ist los? Ist es der Wolf? Jo. Ich komme. Aber viel werde ich nicht ausrichten können. Verdammt. Aua. Danke, da wäre ich auch selbst noch gekommen. Also, wenn ich mit Feuer hier nicht richtig liege, dann läuft was falsch. Aua. Kannst du mal aufhören, so rumzuhüpfen?
Irgendwie hast du auch ein bisschen was von dem Hirsch. Ich glaube, das hat es als Beleidigung aufgefasst. Ich würde gerne einmal kurz gucken wegen den Karakuri. Aua. Ist Hammer. Ich habe ihm gut Schaden gemacht, das ist wichtig. Jetzt würde ich aber schon gerne erstmal wissen, ob ich die richtigen Teile dabei habe. Ich gehe hin, kriege einen Schlag ab. Es kann losgehen. Ich wollte gerade sagen, als ob dich das auffällt. Lass das fallen lassen, ich will das einsammeln. Wo ist es? Ist doch definitiv was gerade fallen gelassen, oder nicht? Okay, jetzt läuft er weg. Jetzt kann ich nachgucken. Man sieht nämlich das Bild auch von dem direkt daneben. Das war der Vogel. Hallo? Wo ist das Fusionsding? Bin ich blind? Ich habe das Fusionsding da jetzt nicht zwischen gesehen. Ja, mit Feuer lag ich richtig, das war klar. Wir sind hier in der Frostgegend. Ich wurde offenbar blind geboren. Na gut, vielleicht hat nicht jedes Vieh einen Einfall, ne? Ist nur nach oben gegangen. Sehe schon. Du entkommst mir nicht. Okay, ich komme damit nicht hoch genug. Perfekte Position. Gibt es noch einen anderen Eingang? Akro? Das wird dir nicht gefallen. Ich hätte da was Schönes gesehen, was ich gebrauchen kann.
Autschen. Möchtest du ein bisschen näher kommen? Nicht mit deinem Eis, mit deinem Körper. Und tot. Antworte doch. Wurdest du getroffen? Nein. Ich gehe wieder nach Hause. Da ist ein Fiesling vor meiner Tür. Zeig mir den Weg, meine Feen. Hallo? Was sollte das? Oh, ich kann hier einen Boden machen. Man weiß ja nie. Hi. Ein weiterer Freund wurde entdeckt. Vorne liegt, glaube ich, eine Nachricht für mich. Das Tagebuch der Prinzessin. Vater und Großvater sind ziemlich aufgebracht. Offenbar macht man sich Sorgen um den Geisteszustand des Argo-Fürsten. Und das, obwohl er als der weiseste Mann im ganzen Himmel Hinomoto bekannt ist. Welche beunruhigende Zeiten. Und hier hat der Wolf durchgepasst? Ich bin noch gar nicht im Raum. Also noch gar keinen Grund zum Brühen. Bin noch Ewigkeiten von dir weg. Hier ist noch ein Freund für mich. Ist. Gib das her! Wird der schon? Ich habe ihm was abgetrennt, das habe ich nicht mal gemerkt. Ach nee, das ist nicht von ihm. Ich dachte, das wäre was von ihm. Hat da unten gerade irgendwas angeschrien. Ach, wieder nach da oben, warte mal.
Der ist einfach nur weiter hochgeklettert. Ich dachte, er wäre wieder nach unten gegangen. Perfekte Position. So. Noch weiter oben. Da lang. Hallo, euer Kumpel. Noch ein neuer Freund. Ja, zumindest für ein Lagerfeuer reicht es. Einmal kurz den aufbessern. Ja, Fäden sind doch immer gut. Beziehungsweise eine bessere Generation davon. Aua! Prügelt mich hier durch die nächste Welt. Das könnte nützlich sein. Die Hitbox. Diese Hitbox. Nein, Ujishige, wurde ich nicht. Da habe ich den ganzen Weg wieder hochkraxeln. Können wir uns hier kloppen? Hier ist es wenigstens schön offen. Dann sehe ich wenigstens in allen Himmelsrichtungen was. Aua! Der haut einmal und haut mir mein ganzes Leben fast weg. Hä? Die Kiste, die schwebt in der Luft. Aua! Kriegst mein Hammer. Das wird dir nicht gefallen. Endlich habe ich dich gefunden. Der mit der Narbe über dem Auge. Das ist der Leitwolf. Na los. Ich versuch's! Ich selbst kann es nicht! Kann er aufhören, das alle 10 Sekunden zu sagen? Kannst du das Ding da bitte mal kaputt machen? Das ist irgendwie eine Beleidigung für die Augen.
Ich konnte nicht mehr ausweichen. Es ist kaputt. Warte, hier liegt was. Sofort. Tja, du blöder Wolf. Jetzt bist du tot. Du bist ja tot. Du wirst jetzt unter der Erde liegen. Das werde ich genießen. Mann, war der heftig. Walzrad Karakuri. Es ist vorbei. Das hat unerwünschte Erinnerungen geweckt. Oh, oh nö, nicht noch mehr von denen. Danke! Was jetzt? Irgendwie sieht das richtig fies aus. Würde ich auch gern so wegtreten können. Oh, die Sonnenschwinge? Verdammt nochmal, was sucht die denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber eines ist sicher. Das war der Wolf, der meinen Meister getötet hat. Ja. Endlich habe ich ihren Tod gerecht. Naja. Vielmehr du an meiner Stelle. Mein nutzloser Körper ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Aber das hier, das musste ich erledigen. Ich danke dir. Ach, keine Ursache. Oh. Oh. Tut mir leid. Die Vergangenheit. Wir sollten hier nicht trödeln. Lass uns nach Minator zurückkehren. Kein Problem. Dann lass uns gehen. Suzeran wird sicher langsam ungeduldig. Oh. Das war... schon gut. Danke, Boss. So, jetzt zuallererst. Dieses Wälzer-Ding. Okay. Kann ich hier offenbar nicht testen. Jetzt will ich wissen, was der Wolf für eine Waffe hat. Wahrscheinlich hier drüben. Ja, aber Wasser, warum auch immer. Da fehlt mir auch das Zwischenviech. Außer ich mache diese Donnermarder-Waffe.
Kann ich da aber auf die Froskenwaffe wechseln? Schwindler und durchsetzen. Die Schwindlerfähigkeit, die klingt gut. Und die Rüstung? Die Beine könnte ich mir auf jeden Fall machen und das wäre ein deutlicher Abwehranstieg. Okay. Vor allem die Fähigkeiten, die können sich auch alle sehen lassen. Es würde sich mega lohnen, die Rüstung zu machen. Oh, die Rüstung, die sieht auch ultra cool aus. Man will eher den Fusionsmeister, ne? Also will man den Pfad der Zivilisation nehmen. Man muss immer erst die normale Rüstung machen, bevor man hier eine dieser Richtung machen kann. Ich müsste auch nur den Frostgrim an sich für das jagen. Da muss ich ein paar von den Affen umbringen. Für den Teil hier. Und ich muss Lichtsteine sammeln. Aber die Rüstung, die würde sich hundertprozentig lohnen. Ist ja fast das Doppelte von dem, was ich jetzt habe. Und? Die Handwerker sind... Ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Hier ist die Liste. Ja. Dann geht es wohl. Haltet mich auf dem Laufenden. Vielleicht kann ich da drüben das ja mal testen, diese Walze. Nope. Dann schlund nicht mächtig genug. Das Feuerwerk aufzubessern lohnt sich auch nicht. Ah, guck mal. Das hätte ich gebraucht. Warum wurde mir das gerade eh nie angezeigt? Also ich habe eh vor, den nochmal zu jagen. Ich will mir die Rüstung vor dem machen. Die Rüstung, die können wir so hart gebrauchen. Mich zwar nicht mit Krakodil. Warum gebt ihr mir das? Ich wurde darum gebeten. Von wem? Gewiss nicht von mir. Ja, von einem deiner Leute. Ah, das war also Kandas Werk. Aha, wegen der Notiz also. Ich dachte mir schon, dass sie recht neugierig war. Ich muss ihr wohl für ihre Einmischung danken. Ihren Sinn habt ihr jedenfalls gut herausgefunden. Ich schulde euch etwas. Wenn ihr etwas benötigt, sagt es mir. Och, alles gut. Ich brauch nix. Oh, ich arbeite dann mal wieder. Seid ihr ja. Wie ist es gelaufen? Es freut mich, euch beide wohlbehalten zurückzuwissen. Habt ihr den Rasset zu erfolgreich beseitigt? Wir sind fast dabei draufgegangen. Aber zum Glück hatten wir Hilfe von oben. Wirklich viel habe ich nicht geholfen. Ganz nebenbei, Boss. Man lässt eine Dame nicht warten. Oh, danke. Für euch war es Vergeltung. Aber ein Leben ist ein Leben. Ich übernehme die volle Verantwortung. Dieses Opfer wird nicht vergeblich gewesen sein. Ich werde etwas Zeit für meine Untersuchungen brauchen. Vor morgen früh werde ich euch nichts sagen können.
Dann wäre meine Arbeit wohl getan. Ich verabschiede mich jetzt. Mir ist nach Trinken zumute. Viel und allein. Okay. Wir sollen uns zu Hause ausruhen. Aber das kann ich doch nicht, wenn ich jetzt 10 Questen überall auf der Karte verteilt sehe. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.